mehr. Holy! Hey, ich bin's, euer Rilme! Und willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey! So, jetzt geht's los. Jetzt, nachdem wir Elpenor getötet haben, sind Infos rausgekommen, dass wir den Clan oder den Kult des Kosmos suchen müssen. Der Kult des Kosmos, das scheint wohl ein etwas größerer Clan zu sein, die Jagd auf uns machen werden, beziehungsweise auf die Mutter von Alexios. Und Alexios weiß noch nicht sehr viel darüber. Wir werden jetzt einiges an Infos noch brauchen, die wir wahrscheinlich im Laufe der Story noch herausfinden werden. Und ja, das wird noch eine sehr lange Reise mit sehr, sehr vielen Elpenors. Ja, nicht den Elpenor, aber ihr wisst ja, was ich meine. Okay, wir starten jetzt gleich. Den Stream kann ich euch morgen leider noch nicht bringen, aber ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Bis dahin, haltet weiter die Ohren steif. Wir sehen uns gleich. Oh, meine Lieben, wir haben jetzt zwei Probleme. Zum einen ein kleineres, und zwar, dass ich mit Herodotos sprechen muss. Und zum einen ein weiteres, dass ich gejagt werde, und zwar mit Stufe 4 von den Kopfgeldjägern. Ich könnte jetzt eigentlich ein Lösegeld bezahlen und dann wäre wieder Ruhe, aber ich bin zu geizig. Ich habe kein Geld für den Scheiß. Jetzt probieren wir uns einfach hier durchzuschleichen. Vielleicht legt sich das mit der Zeit und die lassen wieder ab von uns. Ah, das ist sie also. Yeah. Die verborgene Kammer des Kults. Hier, die ganze Zeit. Ich gehe rein. Passt du auf meine Sachen auf? Es Was? Wäre besser, wenn du unbewaffnet gehst. Eine Waffe werden sie sicher nicht dulden. Oh. Wie sehe ich aus? Originell, würde ich sagen. Beängstigend. Gut. Komm zu mir, wenn du die Wahrheit herausgefunden hast. Und behalte einen kühlen Kopf. Handle nicht überstürzt. Echt? Überstürzt? Keinesfalls. Nö, wir doch nicht. Vor allem, mit Schleichen habe ich es eh nicht so. Au. So, Frage Nummer 1. Was ist das für eine Maske? Hello? Die sieht ja überhaupt nicht aus wie den ihre. So. Ja, wir suchen ja. Haben wir nicht eigentlich... Lasst mich nochmal zurückerinnern. Ich dachte, wir suchen noch eine Ausrüstung dafür. Also, dass wir... Wer hat sich denn bitte diese lächerlichen Kostüme ausgedacht? Genau, ja. Wir haben doch noch so ein Kostüm eigentlich gesucht, ne? Oder hatten wir das vom Elpenor? Ich weiß gar nicht mehr. Es ist einfach zu viel Zeit dazwischen gewesen. So. Mal gucken, ob irgendjemand in der Nähe ist. Ich hoffe, dass die Kopfgeldjäger nicht hier runterkommen. Weil dann haben wir ein richtiges Problem. So, nebenbei klauen wir noch ein bisschen, ne? Oh! Lassen die mich jetzt einfach durch? So, so wie ich aussehe. Hey, ich bin einer von euch. Cool, oder? Hello there. Okay, passt. Dann haben wir also doch die richtige Ausrüstung schon. Du bist spät, sehr spät. Zum Glück ist Deimos noch nicht hier. Ja, das ist mein erstes Mal. Hat er noch was Wichtiges zu erledigen? Gut. Herzlich willkommen. Es sind ziemlich viele Leute hier. Ja, erzähl mir mehr. Sie alle teilen unsere Gesinnung. Das ist gut. Wir treffen uns, um die Fortschritte des Kultes seit dem letzten Treffen zu besprechen. Die haben hier also so außerirdische Gegenstände, okay. Wo kommen die alle her? Von überall her. Wir kommen als Gemeinschaft zusammen. Hier gibt es keine Gegner, kein Krieg, keine zwei Seiten. Das habe ich aber anders erlebt schon, Madame. Du hast jemanden erwähnt. Deimos. Wer ist das? Ihren Namen wirst du dir sehr schnell merken können. Sie ist unsere Anführerin. Ich bin sicher, dass sie das glaubt. Aber nein, sie ist unsere Waffe. Sie ist schwierig, aber sie leistet wichtige Arbeit für uns. Ich beneide sie kein bisschen um ihre Stellung. Okay. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ich unterhalte mich mit den anderen. Hab Dank. Ja, mach nur, bevor Deimos auftaucht. Wer weiß, ob du danach noch zu Wort kommst. Mehr mich lass du verstehen? Deimos. Das klingt jetzt schon dämonisch.
Welche Pläne verfolgt der Kult? Sammle Informationen über die Kultisten. Da ist doch was. Hallo, was haben wir denn hier? Oh. Ah. Muss das sein? Bisher geht es nur um Blut, aber wer weiß, Deimos will vielleicht als nächstes unsere Hände. Oh, ohne mich, mein Freund! Ich bin gleich wieder weg. Na los, mach schon, bringe dein Opfer. Mir geht's gut. Wenn ich jetzt nicht opfere, ne? Oh je, komm, wir sind badass. Let's do this. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was die Blutlinie uns bringen wird. Die Blutlinie? Die Mutter, der Vater, den Bruder. Du weißt schon, ihre Sippe. Wir brauchen sie. Alle. Um sie zu benutzen. Das darf Deimos natürlich nicht erfahren. Du weißt, wie sprunghaft sie ist. Sie könnte unser aller Untergang sein. Ich werde es für mich behalten. Ihr seid krank. Das solltest du. Also und nebenbei. Dass wir ihre Mutter gefangen nehmen werden, darf sie auch nicht wissen. Okay. Ja, genau. Um was mit dir zu tun? Ich würde nicht so laut sprechen an deiner Stelle. Vertraue darauf, dass sie uns nutzen wird, sofern wir sie kontrollieren können. Weißt du, wo sie ist? Nein, aber bald wissen wir es, das versichere ich dir. Sie ist das nächste Ziel des Kults. Oh, die Mutter. Okay, ich verstehe. Erzähl mir was über Deimos. Sie hat uns gezeigt, was wir wissen müssen. Sie ist eine Maschine, eine Waffe des Kults. Jemandem, der so labil ist, kann man solche persönlichen Informationen nicht anvertrauen. Ich muss los. Auf unsere großen Ziele. Auf die Ziele. Ich werde mehr Informationen brauchen, um diese Kultisten zu entlarven. Du hörst also, sie jagen definitiv die Mutter. Vergiss die Mutter, sie bringt uns nichts. Verstanden. Du liegst falsch. Wir müssen jetzt den Vater. Ich bin noch nicht überzeugt. Du, wir brauchen eine unvoreingenommene Meinung. Alles klar, wir gehen nach Hause, hörst du? Wir müssen vergeuden, um eine Frau zu suchen, die wir nicht finden können. Wenn wir unsere Kräfte konzentrieren, gehört Athen uns. Kümmern wir uns um die akuten Gefahren. Wir sollten Perikles unschädlich machen. Bin ich absolut dafür. Mutter. Wir sind nicht stark genug ohne die Mutter. Lass das nicht Deimos hören. Wenn überhaupt, sollten wir den Vater finden. Die Mutter kennen wir. Nach dem Vater zu suchen, wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Was meinst du? Sollten wir die Mutter aufspüren oder den Vater? Ich bin für weder noch. Wir suchen Popcorn. Genau, wir suchen Popcorn. Hast du eine bessere Idee? Den Bruder, Alexios. Er gehört schon so gut wie uns. Wir müssen an die Zukunft denken. Nein. Bruder Kümmert Alexios. Euch um ihn. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt. Bruder Alexios. Der Kult des Kosmos ist hinter Deimos, Deimos' Mutter her. Der Kult des Kosmos macht Jagd auf Deimos' Blutlinie. So, aber in dieser Blutlinie bin ich mit dabei. Was hat das zu heißen? Vor allem, weil sie eben gesagt haben, Bruder. Bruder Alexios. Die Mutter, der Vater oder der Bruder. Dann heißt das, es gibt Cassandra. Lebt Cassandra noch? Ich bin hier. Was willst du denn noch von... Oh, was ist das? Warum so ein trauriges Gesicht? Wie die tragische Maske der Melpomene. Deine Familie ist sicher fürs Erste. Du. Oh, oder? Stentor! Das liegt ganz an dir, aber du wirst dich benehmen, denn du kennst ihr Schicksal, wenn du es nicht tust. Bitte nicht! Wir werden sie töten. Deine Frau, dein Kind. Und wofür solltest du dann noch leben? Für nichts. Ganz genau. Oh.
Also dieser Kult ist echt mega krank. Mega krank. Mit Bruder könnte gemeint sein. Also, der Bruder Alexios. Könnte der Bruder von Cassandra sein, könnte der Bruder von Stentor sein. Stentor ist ja eigentlich nicht mein leiblicher Bruder. Wobei ich... Also, warum ich eigentlich den Gedankengang habe, dass sie Cassandra meinen. Aber Assassin's Creed ist immer für Überraschungen gut. Wo muss ich jetzt noch was finden? Was sind denn hier? Ja, habt ihr hier den guten Sound versteckt? Snacks und apropos Snacks, ich hoffe, ihr habt Snacks dabei. Briefe vom und an den Kult. Okay. Götter, sie haben Stellungen in der ganzen griechischen Welt. Die Gefahr ist größer, als ich dachte. Okay. Das heißt, der Kult ist nicht nur hier in, wo auch immer wir sind, in Phokis unterwegs, sondern in ganz Griechenland, liebe Leute. Das ist halt noch heavy. Da komme ich her. Wo muss ich jetzt hin überhaupt hier? Da hinten war ich. Was gibt's da? Oh, was war das? Was war das? Wir müssen uns einig werden. Der Kult soll entscheiden. Ich würde gern mitreden. Ach nee, das sind die zwei von eben. Passt. Wir gehen mal da hinten gucken hier. Was habt ihr da versteckt, meine Freunde? Oh. Ah. Und wer seid ihr zwei Hübschen? Gehe ich da hoch? Ah ne, mit denen kann ich reden, okay. Das sieht nach einem Opfer aus, hä? Reiß dich zusammen, Malaka! Du bist wie ein Schwein auf dem Weg zum Schlachter! Ich tue es, ich schwöre es. Ich töte ihn. Lass mich gehen. Siehst du gerne zu, du kranke Gestalt? Du wirst nicht nur zusehen, du wirst diesem unverschämten Stück Scheiße eine Lektion erteilen! Oh, ho, ho. Hat er es verdient? Das ist doch völlig egal, oder? Was ich sage, wird getan. Keine Fragen erlaubt. Ach ja? Ich konnte es nicht tun. Aber ich habe keine Angst. Jetzt nicht mehr. Wenn du noch nicht mal einen Künstler töten kannst, was wirst du tun, wenn du einen Archon töten sollst? Ich werde es tun. Ich werde Phidias töten. Ich will das nicht. Ja, du wirst es wollen müssen, weil ich es befehle. Los! Ich ramm dir das Ding gleich in den Arsch. Nein, ich werde es nicht tun. Gib dem Feigling noch eine Chance. Tüche schuldet dir was, du glücklicher Hund. Du behältst deine Haut für heute. Wir haben das Richtige getan, oder? Also ich hoffe mal. Er hätte mich umgebracht. Er ist verrückt. Vielen Dank. Raus hier, mein Freund. Bei ihm. Bestimmt nicht. Aber er hat recht. Ich gehe sofort nach Athen. Ich werde nicht noch einmal versagen. Ich werde Phidias töten. Merkwürdig. Ich spüre etwas. Diese Pyramide, sie ist bedeckt von Scherben. Sie gleichen der, die Elpenor besaß. Genau. Das ist mir auch schon aufgefallen. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. Hier. Also in Assassin's Creed ging es in die letzten Teile, für alle, die neu sind, immer um Gegenstände, die aus der Zukunft kommen. Von Übermenschen, die Gegenstände auf der Erde verstreut haben. Und das sind diese außerirdischen Gegenstände, von denen ich die ganze Zeit spreche. Und dazu wird wahrscheinlich auch jetzt diese Scherbe, diese Pyramide gehören. Oh, ich denk's mal. Das fehlende Stück. Was passiert, wenn er das jetzt reindrückt? Oh oh. Mach's lieber nicht! Oh oh. Ah, deines war das fehlende Stück. Jetzt ist es vollständig. Gut.
Immer wenn ich es sehe, ruft es nach mir und singt. Von der Macht ruft es auf dieselbe Weise nach dir. Du solltest weniger von dem Zeug trinken, du. Tut es. Es ist beeindruckend. Ja, erweise deine Ehrerbietung. Ich könnte draufpinkeln. Wir haben alles, was es zu besitzen gibt. Hera hat mich gesegnet. Meine große Kriegerin führt unsere Armee zum Sieg. Kannst du dir vorstellen, wie stolz ich bin? Ja. Yeah. Unsere Heldin wird unsere Feinde besiegen, bevor sie den Gedanken fassen können, zu knien. Merk dir meine Worte. Okay. Aha. Das ist doch Cassandra, oder? Wow! Oh oh. Jetzt bin ich aufgeflogen, oder? Elpenor ist tot. Ich habe doch seine Maske und seinen Gewand. Ist ein Verräter. Oh oh. Das Artefakt wird ihn enttarnen. Jeder von euch wird auf die Probe gestellt. Welcher bin ich denn überhaupt? Zuerst. Oh. Geh. Cassandra! Das muss sie sein. Das muss sie sein. Du. Oh, das bin ich, oder? Das bin jetzt ich. Geh. Das war ich nicht. Welcher bin ich denn? Das ist jetzt richtig scheiße, ne? Jetzt sind wir dran. Du. Das sind wir, die langen Haare. Jetzt sieht sie die Visionen. Und den Vater. Oh, und ich habe eine Befürchtung. Oh Gott, das wird jetzt... Ich habe eine Befürchtung. Und mal gucken, ob sie sich bewahrheitet. Sie weiß es. Cassandra. Ja, ich wusste es. Geh. Jetzt geht's los, Leute! Du lebst. Ich hab ziemlich heftige Neuigkeiten, mein Freund. Da waren Menschen im Tempel. Ich habe ihre Gesichter nicht gesehen. Sie... Herodotos. Sie kontrollieren die gesamte griechische Welt. Verstehe.
Schlimmer, als ich gedacht habe. Und außerdem haben sie eine Waffe. Und was für eine? Eine Kämpferin. Stärker und grausamer als alles, was ich bisher gesehen habe. Herodotos, sie ist meine Schwester. Oh, shit. Mabos. Wir müssen nach Athen. Athen? Wir müssen meine Mutter finden. Meine Kleider. Speer. Natürlich. Mein Speer. Der Kult des Kosmos nennt meine Schwester Deimos. Sie konnte mit Hilfe eines Artefakts meine Erinnerung sehen. Alexios, der Mann, dem ich diene. Wir müssen ihm von all dem erzählen, bevor es zu spät ist. Hast du den Namen Perikles schon mal gehört? Ich habe keine Ahnung. Was nehme ich? Perikles ist ein großer Feldherr, der den attischen Seebund gegen die Spartiaten führt. Man sagt, er sei skrupellos. Wir führen den Bund gegen niemanden an. Perikles ist ein Mann des Friedens. Dieser Krieg wurde ihm aufgedrängt. Uns allen. Ein Feldherr, der keinen Krieg will? Unwahrscheinlich. Zweifle nicht. Er versucht, diesen Krieg zu beenden. Wir alle tun das. Wenn es Mächte gibt, die sich gegen ihn verschwören, müssen wir ihn warnen. Wir müssen los. Athen? Sie verfolgen meine Familie, meine Mutter. Ich muss sie finden. Du trägst die Waffe des Leonidas. Benimm dich auch so. Wenn Perikles diesen Krieg nicht beendet, sind wir alle so gut wie tot. Deine Mutter eingeschlossen. Zum Teufel mit deinem Krieg! Der Kult will meine Familie auslöschen! Du bist der griechischen Welt verpflichtet. Wie ich auch. Perikles muss gewarnt werden. Sie ist meine Mutter. Was würdest du tun? Wenn es einen Ort gibt, an dem wir etwas über deine Mutter erfahren, dann ist es Athen. Wie? Perikles umgibt sich mit den größten Denkern Athens, den größten der Welt. In Athen kannst du deine Pflicht gegenüber deiner Familie erfüllen. Bevor es losgeht, muss ich dich bitten, zum Denkmal von Leonidas in den Thermopylen zu kommen. Leonidas? Warum? Ich muss etwas herausfinden. Etwas, das uns vielleicht hilft, den Kult zu besiegen und deine Mutter zu retten. Du hast bewiesen, dass ich dir trauen kann. Aber beeilen wir uns, Herodotos. Erst zu den Thermopylen, dann nach Athen. Ich hoffe, man kann ihm trauen. Die sind alle ich falsch. Ich sorge persönlich dafür, dass jeder einzelne dieser Kultisten stirbt. Oh yeah, und ich helfe mit. Oh, cool. Oh. Oh. Mit den Hinweisen, die du gefunden hast, kannst du die Identität eines Kultisten auf seiner Detailseite enthüllen. Sobald sie enthüllt sind, kannst du Kultisten auf der Karte verfolgen. Jedes Mal, wenn du einen Kultisten eliminierst, erhältst du Hinweise, um einen noch mächtigeren Kultisten zu enthüllen. Die Auserwählte, das ist Deimos. Bereit zur Enthüllung. Tja, das ist unsere Schwester, liebe Freunde. Ohne mich ist der Kult gar nichts. Selbst die Götter erzittern vor mir. Knie nieder oder stirb! Okay, wir haben noch mehr. Da ist Elpenor. Er ist tot. Epiktetos, der Mittel... Was? Mitteilsame? Von dem habe ich noch gar nicht gehört, ne? Oh, der ist tot? Oh, okay. Hab ich irgendwas verpasst? Bereit zur Enthüllung? Was ist ein Leben wert, hinter dem nicht tausend andere stehen? Die Chimäre.
Oh, die haben auch richtig coole Rüstungen zur Belohnung. Guckt euch das an. Sklaven hören besser, wenn man ihnen die eigenen Regeln in ihre Hinterkopf okay. ritzt. Ich enthülle mal alle. Oh, die gehen nicht. Geht auch nicht. Okay, das sind jetzt auf jeden Fall die Leute, oder ein Großteil der Leute wahrscheinlich, die eben mit in dieser Kammer waren. Enthüllen. Nach 20 Jahren auf See erkannte ich, dass der Kult meine Heimat ist. Asterius. Ja, sind das dann auch Söldner? Sind das Söldner und Kultisten gleichzeitig? Wir herrschen mit Chaos und zerstören, was sich uns in den Weg stellt. Das interessiert mich. Kann ich auch enthüllen, ne? Okay, die hell beleuchteten kann ich enthüllen. Ist vorüber, wenn außer mir niemand mehr steht. Okitos. Oh, das ist cool! Chaos das ist so cool! Stärke. Ihr erinnert euch vielleicht, also wer es gesehen hat, an die Pyramide in Assassin's Creed Origins. Ich wollte schon wieder Odyssey sagen, aber ich bin dauernd immer falsch. Ja? Das ist so ähnlich, nur noch viel größer. Der Kosmos fordert das Wissen über die Geheimnisse in den Herzen der Menschen ein. Die sind alle auf Deshalb meiner Deshalb schneide Stufe. Ich sie auf. Das ist komisch. Also wir haben echt Wer einiges zu tun. Demokratie, wenn das Geld die Welt regiert. Aber so richtig storyabhängig werden wohl die sein, die hier in der Mitte sind. Aber das werden wir sehen, wenn wir jetzt die Story einfach weiterspielen. Heißt, Moment, Söldner? Ist da ein Söldner mit dabei? Nee. Die Söldner sind andere Leute. Die Söldner sind andere Leute. Okay. Gut, das heißt jetzt für uns, wir gehen zu wie heißt es? Thermopylen. Zu den Thermopylen. Und schauen uns an Leonidas' Denkmal an, was er da will, da unser guter Freund. Wo ist er denn hier? Odyssey. Die Augen des Kosmos. Was? Enttarnen und eliminieren den Zweig der Augen des Kosmos. Da bekomme ich ein ganzes Set an Rüstung dafür. Wir gehen jetzt erstmal zu Herodotos in die Thermopylen. Und schauen, was er da will. Da es um Leonidas geht und wir den Speer, den abgebrochenen Speer von Leonidas haben, glaube ich fast, dass es hier jetzt darum geht. Ah, der. Okay. Ich glaube, dass es darum geht, dass wir jetzt eine Waffe bekommen von Leonidas. Leonidas, wie auch immer das ausgesprochen wird. Und der Typ, der schon tot war, das war derjenige, den Cassandra getötet hat. So, Mister. So läuft das Ganze. Und jetzt, meine Freunde, jetzt geht's erst richtig los. So, 30.000 Stunden später. Thermopylen. Man sagt, man kann dieses Schlachtfeld nicht überqueren, ohne dass sich die Füße rot färben vom Blut. Das ist übrigens die, wie soll ich sagen, die Schlucht, in der Leonidas die Schlacht mit seinen 300 gegen die Perser geführt hat. Und ja, sieht doch eigentlich ganz friedlich aus, zumindest mal jetzt. So, ab zu Herodotos. Komm, was los? Hier. Wenn du deine Augen schließt, kannst du sie hören. Ihre letzten Kriegsschreie, bevor jeder dieser tapferen Spartiaten umkam. Sie wurden an diesem Tag zum Schweigen gebracht, aber an ihre Geschichte wird man sich auf ewig erinnern. Du hast mich doch nicht hierher gebracht, damit wir über tote Spartiaten reden. Was willst du, Herodotos? Ja. Die Schlacht bei den Thermopylen klingt noch in unseren Herzen nach. Aber hier fühlt man es in den Knochen. Hier gibt es nichts außer Geistern. Ich sorge mich um die Lebenden. Strecke deinen Speer aus. Mein Speer? Welchen? Warum? Ich muss etwas wissen. Oh ja. Thank you.
kann das auch. Auf. Oh nein, das hängt. Was ist jetzt los? Oh. Das war der Zeitpunkt, als dann die 300 verloren haben. Da ist er abgebrochen, der Speer. Bam. Komm, da gehen noch drei oder vier. Ist nur eine Fleischwunde, komm. Oh, er sieht das Licht. Warum habe ich überhaupt den Speer? Das verstehe ich noch nicht. Oh. Hallo. Ist das, heißt der nicht Hannibal oder so? Ich weiß es nicht mehr. Xerxes. Xerxes heißt er, glaube ich. Holy. Oh, hat er ihn auch erwischt? Ja, der Speer stickt. Alter, Leone, das ist so krass. Und jetzt ist er tot. Damn. Herodotos. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Die Geschichten sind wahr. Es ist der Speer des Leonidas. Die Waffe eines Helden. Ja, die kaputte Waffe eines Helden. Du wusstest, das würde passieren. Ich wusste es nicht, aber ich ahnte es. Es gibt einen Ort, den ich für eine Traumvorstellung hielt. Bis jetzt. Ein merkwürdiger Bau auf der Insel Andros. Mysteriöse Formen in Stein gearbeitet. So etwas habe ich noch nie gesehen. Oh, das klingt so interessant. Willst du nach Andros segeln, um mir diese Formen zu zeigen? Auf meinen Reisen hörte ich von einer alten Zivilisation. Von Menschen, die vor uns kamen. Dein Speer hat eine Verbindung zu diesem Ort. Du erwähntest Menschen, die vor uns kamen. Wer waren sie? Sie waren keine Götter, aber lebten länger als andere Sterbliche und waren viel intelligenter. Ich habe Dinge gesehen, in Höhlen eingemeißelt, seltsame Symbole, die vermuten lassen, dass es eine alte Zivilisation gab, die die Menschen erschuf und ihnen das Feuer gab. Aber Zeus gab Prometheus die Schuld. Ja. Vielleicht hat sein Adler die falsche Leber gefressen. Okay, dann habe ich vorhin aus Versehen den Fehler gemacht und habe ich gesagt, die kommen aus der Zukunft. Nein, die kamen aus der Vergangenheit, diese in Anführungsstrichen außerirdischen Menschen. Der Speer ist bei dir erwacht, Herodotos. Ich vertraue dir. Du verstehst. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um bei der Suche nach deiner Mutter zu helfen. Versprochen. Aber zuerst müssen wir nach Andros. Wir treffen uns am Schiff. Ich weiß nicht, aber ich kann dem Kerl nicht trauen. Ich kann ihm nicht trauen. So, wir müssen jetzt eine heftige Reise hinter uns bringen. Und das werde ich auch machen. Deswegen würde ich sagen, wir beenden heute die Episode. Wir sind jetzt, wie ihr sehen könnt, auf der anderen Seite vom Meer jetzt. Wir waren hier die ganze Zeit in diesem Meer unterwegs. Und jetzt sind wir hier. Und wir müssen hierher fahren. Das ist sehr weit. Und hier
nach dieser Höhle suchen, von der Herodotus eben gesprochen hat. Und ich hoffe, dass das auch für mein Level geeignet ist. Aber hier stand irgendwo 18. Ja, perfekt. Okay. Und außerdem ist hier noch die Chimäre unterwegs. Das heißt, wir können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und dann geht's nach Athen. Athen? Wo ist Athen denn überhaupt? Erdkunde? Ja. Das sieht überhaupt nicht mal so aus. Wahrscheinlich hier, Attika. Groß-Athen, richtig. Dann geht's nach Athen. Und dann wird's wahrscheinlich mal endlich Infos geben zur Mutter und zum Clan. Gut, dann lassen wir es hier stehen, so wie es ist. Wir werden dann das nächste Mal weitermachen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, für weitere Videos dieser Art, das Abo nicht vergessen und die Glocke. Und dann sehe ich euch alle, wie immer, im nächsten Video.